Hallo, meine Lieben. Die Adventszeit steht bevor und ich möchte euch heute zeigen, wie schnell man ein eigenes, hübsches Gesteck für die Advents- und Weihnachtszeit selber gestalten kann. Dazu brauchen wir eine Schale, einen kleinen echten Blumenstock, ein Veilchen oder dergleichen, das, was euch gefällt. Verschiedene Koniferen, Zapfen, Zitronen- oder Apfelscheiben getrocknete, kleine Kugeln, Engelhaar, vielleicht ein Stern, eine schöne Kette, als Clou vielleicht noch ein Silberspray oder ein Schneespray, Moos und einfaches Papier. Und wenn es geht, eine Heißklebepistole. Als erstes nehmen wir das Blumenstöckchen und nehmen es aus dem Topf und setzen es in die Schale hinein. Auf eine Seite, wir lassen die andere Seite frei, dass wir Platz haben zum Dekorieren. Dann als Unterboden nehme ich einfach Papier. Das speichert auch die Feuchtigkeit. Wir müssen ja auch gießen. Drücken es fest. Wenn wir meinen, ich könnte noch ein bisschen Papier brauchen. Nehmen wir noch ein kleineres dazu. Natürlich könnt ihr auch einen Gesteckschwamm nehmen, wenn ihr den zu Hause habt. So. Darauf kommen dann schon unsere Koniferen, die wir ruhig ein bisschen in die Erde stecken können. Quer rüber. Verschiedene. Ruhig auch mal ein bisschen länger und hineingedrückt. Noch eine andere Art, das hält dann in sich selber. Und schon haben wir das Grundgerüst. Darauf können wir noch ein bisschen Moos stecken und als Rückwand ruhig mal ein bisschen höher eine Scheibe Rinde mit Moos. Jetzt können wir noch so eine Hülse einbringen. Die stecken wir auch hinein, weil wir da können wir ein Teelicht rein hineintun. Oder was mir am besten gefällt, sind dann diese elektrischen kleinen Kerzen. Man kann auch noch einen Ast einbringen, ruhig mit Rinde, vielleicht schon ein bisschen angetrocknet. Dann haben wir unsere kleinen Kugeln. Die gibt es auch einzeln zu kaufen, da muss man gar nicht so eine riesen Packung kaufen. Und mit dem Heißkleber hält das halt auch bombig. Ich habe sie alles so die Erdtöne. Natürlich rot passt auch wunderbar, aber so in der Vorweihnachtszeit hat auch das was. Wie gesagt, das trocknet dann wunderschön weg. Ich würde dann immer noch ein bisschen empfehlen, so ein bisschen Engelshaar. Ich habe hier ein grünes. So, um die echten Blumen herum. Dann habe ich hier noch ein Gesteckteil, das kann man einbringen, wenn man so etwas mag. Oder dann gerade hier im rückwärtigen Teil ein Stern. Man könnte auch noch von hinten noch mal hoch eine Konifere einbringen. Wie gesagt, vielleicht noch mal eine getrocknete Scheibe von der Zitrusfrucht. Das wirkt dann immer ganz natürlich und schön. Man braucht gar nicht viel. Das wirkt wirklich so sehr schön. Und als Clou finde ich immer ganz schön, wenn man noch mal mit Schneespray so Akzente setzt. Man braucht gar nicht viel. Und das wirkt dann ganz toll und trocknet noch weg. Oder mit einem Silberspray. Das macht es dann auch immer ganz edel. Ich habe dann hier noch zum Schluss eine Halbschalenkette. Die lege ich dann immer zum Schluss drüber, denn die mag ich nicht ansprühen. Und die schlingen wir dann auch noch über unser Gesteck, wer es mag.
wer es nicht mag, der lässt es. Das ist ihm selber überlassen. Oder wir legen es auch ganz rundherum und um unser Blumenstöckchen. Und natürlich auch, wir können auch so eine Metallhülse einbringen für ein Teelicht. Mir sind aber die elektrischen eigentlich lieber als Sicherheit, gerade wenn man vielleicht kleine Kinder hat und die sehen ja auch hübsch aus. Darauf dekorieren wir dann aus mit Zapfen, die wir aufkleben. Mit Heißklebe hält es am besten. Und das Schöne ist bei dem Gesteck, das trocknet sehr schön weg. Die Koniferen halten und man kann es sehr lang benutzen und im nächsten Jahr eigentlich auch wieder aufpeppen. Wir können dann auch die Halbschalenkette, das sind keine ganzen Kugeln, nur halbe, auch wunderschön um unser kleines Plänzchen legen. Und ich denke, das sieht sehr edel aus. Und zur Weihnachtszeit und Adventszeit etwas selber gemachtes. Ist sehr schön. Erfreut, ist wesentlich günstiger und ihr habt es selbst gemacht. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ich habe noch ganz tolle Weihnachts- und Adventsideen für euch. Ich danke euch und wünsche euch eine wundervolle Zeit.